Hallo zusammen, heute machen wir einen unglaublich leckeren Donut-Bacon-Burger. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Ich freue mich sehr, euch pünktlich zum Jahreswechsel zum ersten Video auf 0815 Barbecue hier wieder begrüßen zu können. Auch in diesem Jahr geht's hier wieder rund mit ordentlich Grill-Content und Grillunterhaltung, so viel sei versprochen. Wir starten mit unserer vorgeheizten Barbecue-Disc von Muesta, die habe ich euch ja am Ende des letzten Jahres schon mal in einem Video zu meinem Surf and Turf Rinderfilet gezeigt. Und heute gibt es halt darauf richtig geile Burger. Dafür habe ich hier diese 200 Gramm schweren Black Angus Patties von Gourmetfleischsteak, die kennt ihr schon. Aber das hier, das kennt ihr noch nicht. Das ist der Burger Bacon America Style. Das ist total geil. Das ist nämlich Bacon und der ist rund. Der passt also quasi perfekt auf jeden Burger. Und den gibt es hier schon so fertig vorportioniert in so Scheiben. Und den kann man einfach so auf die Feuerplatte hauen. Und genau das machen wir jetzt. Wir starten mit den Burger Patties und grillen dann daneben den Burger Bacon. In dem Fall muss man sagen, dass wenn man mit der Feuerplatte grillt, es grundsätzlich so ist, dass je weiter man nach außen kommt, desto geringer wird die Temperatur. Also wir fangen in dem Fall mit dem Burger Bacon auch außen an, weil der braucht natürlich nicht so lange. Den können wir zwischendurch auch dann runternehmen, wenn der fertig ist. Das macht gar nichts. Ja, die Burger Patties brauchen natürlich einen Ticken länger. Ich habe das Ganze jetzt hier mal ein bisschen vorgedreht. Ich finde es auf jeden Fall total cool. Das sieht richtig, richtig toll aus. Und ich liebe das Footage und das Filmmaterial, was man aufnehmen kann, wenn man neben offenem Feuer auf so einer Feuerplatte grillt. Wenn ihr Bock habt auf das Thema Burger von der Barbecue-Disc, dann könnt ihr in den kommenden Wochen noch dranbleiben. Da kommt jetzt noch ein bisschen was mehr. Das Spannende, finde ich, allerdings sind die Produkte, die Muesta Barbecue noch dazu rausgebracht haben. So gibt es zum Beispiel hier diese coole Burgerzange. Mit der kann man wunderbar den Burger drehen und von unten greifen. Auch hier habe ich jetzt einmal die Aufnahmen etwas beschleunigt. Ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus, wie man sieht, wie sich der Burger so langsam wölbt und nach unten bewegt. Ich hatte ja in der Vergangenheit auch schon mal so einen Donut-Burger selber gemacht. Der hat mir auch insgesamt gut gefallen. Über die Vor- und Nachteile davon erzähle ich euch noch gleich was, wenn wir die Donuts auflegen. Jetzt sind erstmal die Burger so weit von der direkten Hitze von beiden Seiten angegrillt worden, dass wir uns mal um das Topping kümmern können. So, in dem Fall toppen wir das Ganze dann mit einem Balsamico-Himbeer-Chutney. So, ordentlich mal so ein, zwei Teelöffel auf jedes Patty draufhauen. Und dann toppen wir diese beiden Burger-Patties mit zwei Scheiben Cheddar. Und jetzt kommt das nächste spannende Produkt. Auch das habt ihr vielleicht in dem Video zum Rinderfilet von der Barbecue-Disc gesehen. Diese Edelstahlgloschen, mit denen man dann bequem den Käse zum Schmelzen bringen kann. Und nach nur wenigen Minuten sieht das Ganze dann so aus. Es kann jetzt sein, dass das aufgrund von dem Chutney so ein bisschen Flüssigkeit austritt. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn das meiste verbleibt trotzdem unter dem Käse. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Jetzt toppen wir das Ganze mit zwei Scheiben von unserem krossen Burger Bacon. Das Ganze natürlich auch für den zweiten Burger. Und dann können wir den runternehmen und beiseite stellen. Und dann fehlt uns nur noch ein letzter Arbeitsschritt. Und der letzte Arbeitsschritt sieht vor, dass wir unsere Donuts, die habe ich einmal halbiert, einmal noch ganz kurz so ein bisschen in dem Sud von dem Hamburger anrösten. In meinem ersten Donut-Burger-Video habe ich den Fehler gemacht und habe einen Donut genommen, der so eine Schokoladenglasur hatte. Das kann man machen, aber eigentlich sind diese, die nur so ein bisschen Zuckerguss haben, für mich für so einen Burger insgesamt viel mehr geeignet. Und hier stimmt auch die Proportion von, ich nenne mal Donut und Fleisch, eigentlich insgesamt viel besser. Und pünktlich zum Jahreswechsel kriegt er dann von mir auch noch ein kleines Feuerwerk dazu geboten. Und dann wollen wir das Ding natürlich gleich auch probieren. An der Stelle sei noch der Hinweis erlaubt, teilen, liken, kommentieren immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht ein Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre das cool, wenn ihr das noch nachholen könntet, denn ihr verpasst so kein Video mehr und davon wird es in diesem Jahr noch einige geben, das verspreche ich.
Ja, dann wollen wir das natürlich auch mal probieren. Ich bedanke mich für euren Support im letzten Jahr und alles Gute fürs neue Jahr. Mmh.